Ich freue mich, dass ich geboren bin und hab Geburtstag heut. Man hat mich lieb und schenkt mir viel zum Essen, Trinken und zum Spiel. Ich freue mich, dass ich geboren bin und hab Geburtstag heut. Geburtstag und Heiligabend. Das waren für Lisa die schönsten Tage im Jahr. Am allerschönsten aber war es, als sie 7 Jahre alt wurde. Lisa hatte keine Schwester. Darüber war sie sehr traurig. Dafür hatte sie 2 Brüder, Lasse und Bosse. Aber Jungen sind so beschwerlich. Sie wohnten auf einem Hof, der Mittelhof heißt, weil er in der Mitte zwischen 2 anderen Höfen lag, die Nordhof und Südhof heißen. Alle 3 Höfe lagen in einer Linie und so dicht beisammen, dass es die Kinder nicht weit hatten, wenn sie sich besuchen wollten. Sie konnten einander sogar in die Zimmer sehen. Auf dem Südhof wohnte ein Junge, der Ole heißt. Er hatte gar keine Geschwister und spielte immer mit Lasse und Bosse. Auf dem Nordhof wohnten Mädchen. Sie heißen Britta und Inga. Ein Glück, dass sie keine Jungen waren, sonst hätte Lisa nicht gewusst, mit wem sie spielen sollte. Lasse, Bosse und Lisa und Ole und Britta und Inga, das waren im Ganzen 6. Mehr Kinder gab es in Bullabü nicht. Bullabü war ein ganz kleines Dorf. Es hatte auch nur 3 Höfe. An ihrem allerschönsten Geburtstag, als sie 7 Jahre alt wurde, erlebte Lisa eine große Überraschung. Sie hatte kaum die Augen aufgeschlagen, da standen auch schon alle in der Tür. Der Vater, ihre Mutter, Agda, das Hausmädchen, und ihre Brüder Lasse und Bosse. Guten Morgen, mein Kind. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 7 Jahre wird unser kleines Fräulein heute alt. Nein, wie die Zeit vergeht. Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe. Einen Kuchen? Ich habe ihn extra für dich gebacken. Blumen habe ich dir auch mitgebracht. Und eine Tasse Schokolade. Die trinkst du doch so gern. Sag mal, Agda, bin ich eigentlich groß oder klein? Groß natürlich. Fast schon eine junge Dame. Das sagt Mutti auch immer, wenn ich ihr beim Abwaschen helfen soll. Aber du bist doch ein großes Mädchen, Lisa. Lasse und Bosse sagen immer, ich sei noch zu klein, um mit ihnen Indianer zu spielen. Stimmt. Das ist nichts für kleine Mädchen. Also, bin ich nun groß oder klein? Komm, trink deine Schokolade. Ich habe noch etwas für dich. Ein Geschenk? Eine Überraschung. Warte, bleib stehen. Was tust du? Das siehst du doch. Vater verbindet dir mit einem Tuch die Augen. Warum machst du das, Vati? Na, das letzte Mal hast du heimlich geguckt, als du die Augen zumachen solltest. Diesmal gehe ich ganz sicher, damit es wirklich eine Überraschung wird. Komm, gib mir deine Hand. Warum führst du mich immer im Kreise herum, Vati? Das hast du gemerkt? Das Tuch sitzt nicht fest genug. Lisa kann sehen! Nein, das ist nicht wahr! Achtung! Jetzt geht es eine Treppe hinab. Vorsichtig. Na, Lisa? Wo sind wir jetzt? Rate mal! Da brauche ich nicht zu raten. Ich weiß, dass wir auf dem Hof sind. Hier geht es lang, Lisa. Komm! Sind wir noch nicht da? Lisa wird ungeduldig. Sie kann es nicht mehr erwarten. Jetzt geht es wieder eine Treppe hinauf. Achtung! Wir sind am Ziel. Nimm das Tuch ab, Lisa. Schnell! Na? Wo sind wir hier? Das ist ja Großmutters Zimmer. Das war Großmutters Zimmer. Ab heute gehört es dir. Ist das wahr? Ja, mein Kind. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, das Zimmer hat einen Zauberer für mich gezaubert. Der Zauberer war Vati. Das Zimmer ist dein Geburtstagsgeschenk. Ich habe ein eigenes Zimmer. Ich habe ein eigenes Zimmer! Bisher hatten Lasse, Bosse und Lisa in demselben Zimmer gewohnt. Es war das rechte Giebelzimmer neben der Rumpelkammer. Jetzt wohnte Lisa in dem linken Giebelzimmer, das früher der Großmutter gehört hatte. Das Erste, was Lisa tat, war, dass sie alle ihre Puppen in das neue Zimmer trug. Nach den Puppen, es waren im Ganzen 7, 4 kleine und 3 große, holte sie ihre 13 Bilderbücher und stellte sie in das neue Regal. Lasse und Bosse schleppten keuchend Lisas Bett in das linke Giebelzimmer, das so aussah, als hätte es ein Zauberer eigens für Lisa gezaubert. Am Nachmittag waren alle Kinder von Bullabü zur Geburtstagsgesellschaft bei Lisa. Es gab Himbeersaft, ein Stück von der Torte, auf der Lisa 7 Jahre stand,
und noch anderen Kuchen. Die Kinder brachten auch Geschenke mit. Von Britta und Inga bekam Lisa ein Märchenbuch und von Ole eine Tafel Schokolade. Ole saß bei der Kaffeetafel neben dem Geburtstagskind. Und Lasse und Bosse fingen an, die beiden zu necken. Sieh mal, Bosse, Braut und Bräutigam. Wahrhaftig. Lass sie reden, Ole. Die sagen das bloß, weil du auch mit Mädchen spielst. Vielleicht heirate ich dich wirklich, Lisa. Oh. Britta ist sowieso zu alt für mich. Ich bin ja auch noch da. Naja, ich überleg's mir noch mal. Heiraten, so ein Quatsch. Ich werde Muckepickel-Mechaniker, wenn ich groß bin. Oh. Und ich Indianerhäuptling. So? Ich dachte, du willst lieber Lokomotivführer werden. Na, mal sehen. Ich weiß noch nicht, was ich werde. Auf jeden Fall wird es sehr langweilig sein, wenn ich zu groß bin, um noch mit Puppen zu spielen. Aber vielleicht werde ich eine Mutti, wo ich Kinder so gerne mag. Nachher gingen die Jungen hinüber, um Bosses Vogeleier zu besehen. Und Britta, Inga und Lisa spielten mit ihren Puppen. Die Kinder aus Bullabü singen gern, wenn auch nicht sehr schön. Später sangen sie ein paar von den Liedern, die sie bei der Prüfung in der Schule singen sollten. Zum Beispiel... Unlängst schrieb ich eine Oper, die war in der Tat ganz proper, denn gleich in der Ouvertür kam die schöne Arie für. Holla, ria, 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 holla, ria, ria, ro, holla, ria, ria, ro, holla, ria, ria, ro. Endlich ist die Oper aus und ein jeder geht nach Haus und in stillvergnügtem Sinn summt ein jeder vor sich hin. Holla, ria, 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 holla, ria, ria, ro, holla, ria, ria, ro, holla, ria, ria, ro. Nun dauerte es nicht mehr lange, bis der Sommer kam. Das ist eine fröhliche Zeit. Die Tage sind so lang, dass man gar nicht aufhören möchte zu spielen. Das Schönste am Sommer sind die Sommerferien. Sie dauern in Schweden 3 Monate. Vor den Ferien kam noch die Prüfung. Am Tag vor der Prüfung schmückten die Kinder die Schulstube mit Blumen und grünen Zweigen. Es waren 23 Kinder in der ganzen Schule, die alle in derselben Schulstube sitzen. Die Kinder aus Bullabü hatten Birkenzweige, Kuhblumen und Glockenblumen mitgebracht. Als sie mit dem Ausschmücken fertig waren, sangen sie noch einmal die Lieder, die sie morgen singen mussten. Dann gingen sie alle nach Hause. Die Kinder von Bullabü hatten den längsten Heimweg. Sie spielten unterwegs immer ein Spiel, damit die Zeit schneller verging. Hey, von jetzt ab dürft ihr nur noch auf die Steine treten. Fein. Wer auf die Erde tritt, fällt tot um. Das kann mir nicht passieren. Hier gibt's genug Steine. Aber springen muss man können. Pass auf, Inga. Ich schaffe es schon. Sieh mal. Das ist ein feines Spiel. Man kommt dabei auch schnell vorwärts. Halt! Du bist auf die Erde getreten, Ole. Du bist jetzt tot. Ja. Nein, das bin ich nicht. Lüg doch nicht. Seht mal, wie lebendig ich bin. Wer hat eigentlich bestimmt, dass man nur auf dem Weg gehen darf? Das hat sicher einer von den Erwachsenen erfunden. Das sieht ihnen ähnlich. Seht mal, Lasse. Wer macht mir das nach? Wer kann auch auf dem Zaun laufen? Das kann ich auch. Ich auch. Am nächsten Tage, als sie zur Prüfung gingen, konnten sie nicht auf dem Zaun laufen, weil sie so fein waren. Lisa hatte ein ganz neues Kleid an mit roten Punkten. Und Britta und Inga trugen blaue Kleider mit Falten. Sie hatten auch neue Haarschleifen und neue Schuhe. Alle aus Bullabü bekamen gute Zeugnisse, bis auf Bosse, dessen Leistungen gerade noch ausreichend waren. Und am nächsten Morgen konnten sie schlafen, solange sie wollten, denn sie hatten Sommerferien. Später halfen sie beim Rübenverziehen. Das machten die Kinder in Bullabü, um mehr Geld in ihre Sparbüchse zu bekommen. Für jede Reihe, die sie verzogen, gab es 20 Öre. Lasse, Bosse und Lisa hätten die Rüben verziehen müssen, die zum Mittelhof gehörten. Ole, die vom Südhof. Und Britta und Inga hätten dasselbe mit den Rüben vom Nordhof machen müssen. Stattdessen halfen sie sich gegenseitig bei allen Rüben. Am ersten Tag war es am schönsten. Sie redeten die ganze Zeit und erzählten sich gegenseitig Märchen, während sie Rüben verzogen. Lasse versuchte es mit Spukgeschichten. Aber Spukgeschichten sind keine Spur unheimlich, wenn die Sonne scheint. Später wurde es immer langweiliger. Aber sie mussten weitermachen, denn die Rüben mussten ja verzogen werden. Eines Tages, als sie gerade anfangen wollten, sagte Lasse zu Ole: Petruska saldo bum bum. Kulifing, kulifing. Muisi doisi fidi bum ararat. Was redet ihr da? Was soll der Unsinn? Ja, das möchte ich auch wissen. Das ist kein Unsinn. Das ist eine Sprache, die nur Jungen verstehen. Und warum keine Mädchen? Für Mädchen ist das zu schwer. Aha.
Ihr versteht es ja selber nicht. Natürlich verstehen wir das. Das Erste, was ich sagte, bedeutet, heute ist schönes Wetter. Und Ola hat darauf geantwortet. Sicher, sicher. Und ich habe gesagt, so ein Glück, dass die Mädchen das nicht verstehen. Wir glauben euch kein Nein. Wort. Bule, Bule, Bali, Bali. Wisst ihr, was das heißt? Nein, keine Ahnung. Na, das ist eine Sprache, die nur Mädchen verstehen. Stimmt. Das klingt vielleicht albern. Wenn man eure Sprache mit unserer Sprache vergleicht. Ole Koli Fink. Das hört sich wirklich gut an. Ole Koli Fink. Ole Koli Fink. Eines Nachmittags, als sie wieder mal mit Rübenziehen beschäftigt waren, wurde der Himmel ganz dunkel und es kam ein furchtbares Gewitter. Da rannten die Kinder so schnell sie rennen konnten zu der alten Christine, die ganz in der Nähe in einem kleinen roten Waldhaus wohnte. Die alte Christine schlug entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen, als sie die durchnässten Kinder sah. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ihr armen Kinder. Wir waren gerade beim Rübenziehen. Das Gewitter ist ganz überraschend gekommen. Oh, ihr armen Kinder. Schnell, zieht eure nassen Sachen aus, sonst erkältet ihr euch noch. Oh, ich bin pitschenass. Ich auch. Oh, ihr armen Kinder. Wir werden eure Kleider am Herd trocknen. Wollen mal sehen, ob wir etwas finden, das ihr inzwischen anziehen könnt. Da, wickelt euch in die Decken. Ah, das tut gut. Richtig gemütlich ist's. Ja, das stimmt. Oh, ihr armen Kinder. Wartet, ich backe euch ein paar Waffeln. Warmen Kaffee habe ich auch noch. Seht mal dort. Oh, wie niedlich. Gefallen sie euch? Ja, sehr. Habe das Haus bald so voller Katzen, dass ich hier keinen Platz mehr finde. Werde 3 von den 4 jungen Kätzchen verschenken müssen. Können wir sie haben? Würde sie euch gern geben, aber ich bin nicht sicher, ob es euren Müttern recht ist. Ach, junge Kätzchen mögen alle gern. Ja, das sollte man meinen. Trenne mich nur ungern von ihnen. Geben Sie sie uns. Bitte, bitte. Wenigstens zur Probe. Also gut, für jeden Hof 1. Einverstanden? Ja! Ein Kätzchen für den Mittelhof. Danke. Ein Kätzchen für den Nordhof. Vielen Dank. Ich danke auch. Und ein Kätzchen für den Südhof. Oder willst du keins, Ole? Doch, natürlich. Lisa nannte ihr Kätzchen Trille. Britta und Inga tauften ihres Sissa. Und Oles Kätzchen bekam den Namen Murre. Keine von ihren Müttern hatte etwas dagegen, dass sie die Kätzchen mit nach Hause gebracht hatten. Natürlich gab es in Bullabü noch viele andere Tiere, Pferde und Kühe, Kälber, Schweine und Schafe. Und auf dem Mittelhof noch eine Menge Hühner, so dass er auch die Hühnerfarm genannt wurde. Als die Kinder von Bullabü mit dem Rübenziehen fertig waren, dauerte es nicht lange, bis die Väter anfingen, Heu einzufahren. Sie saßen hoch oben auf jedem Wagen, der eine Fuhre Heu vom Feld in die Scheune brachte. Und mit dem leeren Wagen fuhren sie wieder aufs Feld. Lasse oder Bosse oder Ole durften dann die Zügel halten. Und die Mädchen sangen, wenn es besonders lustig zuging, ein Lied. In der Schifffahrt wohl bekannt. Blitzbom-bom. Es rückte ihn die Sorgen schwer. Er suchte neues Land im Meer. Gloria, Victoria. Gloria, Victoria. Blitzbom-bom. Eines Tages, als Britta, Inga und Lisa mit dem Knecht vom Nordhof Heu einfuhren, fanden sie am Waldrand hinter einem Steinhaufen dicht bei der Wiese, von der sie das Heu holten, eine Walderdbeerstelle. Dort wuchsen so viele Walderdbeeren, wie sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatten. Sie beschlossen, dass sie niemals den Jungen oder irgendjemand anderem von dieser Walderdbeerstelle erzählen wollten. Am Abend aßen sie die Walderdbeeren, die sie gepflückt hatten, mit Zucker und Sahne. Lasse, Bosse und Ole durften auch probieren. Schmeckt aber gut. Wo habt ihr sie her? Das sagen wir euch nicht. Niemals im Leben. Das ist ein Geheimnis. Pah! Das ist doch bloß eine elende Heimlichkeit im Vergleich zu unserem großen Geheimnis. Was habt ihr für ein Geheimnis? Sag es nicht, Lasse. Doch, ich sage es Ihnen, damit Sie hören können, dass unser Geheimnis nicht so ein Tüttelkram ist wie Ihr Geheimnis. Was ist es denn? Das möchte ich gern wissen. Ich auch. Wir haben im Heu 9 Höhlen gemacht. So, nun wisst ihr es. Wir sagen bloß nicht, wo.
Die werden wir bald finden. Die findet ihr nie. Nee. Erstens kann man sie gar nicht finden ohne Karte und zweitens findet ihr die Karte nie. Was für eine Karte? Eine Karte, die wir gezeichnet haben. Darin sind alle Höhlen eingetragen. Aber wir haben die Karte natürlich auch versteckt. Sagt uns wenigstens, ob es Vogel, Fisch oder etwas dazwischen ist. Es ist ein Vogel, nicht wahr? Es ist ein Vogel. Stimmt, aber ihr könnt gleich aufgeben. Die Karte findet ihr nie. Wetten? Britta, Inga und Lisa begannen nach der Karte zu suchen. Sie glaubten ganz bestimmt, sie müsse irgendwo im Mittelhof versteckt sein. Denn Lasse würde nie zulassen, sie anderswo zu verstecken. Sie suchten stundenlang in Lasses und Bosses Stube, in ihren Betten und Kommodenschubladen, im Kleiderschrank und überall. Schließlich mochten sie nicht länger suchen. Am nächsten Tag wollte Lisa sich von Ole ein Märchenbuch leihen, denn es regnete und sie wollte lesen. Lasse und Bosse waren im Stall. Also ging Lisa in das Zimmer ihrer Brüder, um von dort über die Linde zu Ole hinüberzuklettern. Das war möglich, weil die Höfe so dicht beieinander standen. Früher mal hatte in der Linde ein kleiner Vogel genistet. Er hatte sein Nest in einem Loch im Stamm gehabt. Aber jetzt wohnte er da nicht mehr. Als Lisa an dem Nest vorbeikletterte, sah sie, dass aus dem Loch eine Schnur heraushing. Jeder hätte an der Schnur gezogen, um zu sehen, ob etwas daran hing. Das tat auch Lisa. Am Ende der Schnur saß eine kleine Papierrolle. Lisa vergaß das Märchenbuch. Sie kletterte in Lasses und Bosses Zimmer zurück. Dann lief sie jubelnd zu Britta und Inga. Seht mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Ja, das möchte ich auch wissen. Die Karte. Die Karte, die die Jungen versteckt haben. Wirklich? Sieh dir das an. Es sind alle 9 Höhlen eingezeichnet. Oh, die Jungen werden Augen machen. Das haben sie bestimmt nicht erwartet. Nanu, was ist denn hier los? Warum macht ihr solchen Krach? Wir haben sie gefunden. Was habt ihr gefunden? Die Karte. Lisa hat sie gefunden. Das war keine Kunst. So ein leichtes Versteck. Oh. Warum sagt ihr nichts? Hat es euch die Sprache verschlagen? Ja, sieht ganz so aus. Also gut, ihr habt die Karte gefunden. Dafür dürft ihr jetzt mitspielen. Unter einer Bedingung. Ihr müsst uns auch euer Geheimnis verraten. Ja. Ja, wir wollen nämlich wissen, wo eure Walderdbeerstellen sind. Nein, sagen tun wir euch das nicht. Das müsst ihr selber finden. So wie wir eure Höhlen gefunden haben. Ihr braucht nur unseren Spuren zu folgen. Ja. Um es den Jungen leichter zu machen, gingen Britta, Inga und Lisa hinaus und legten aus Holzstückchen kleine Pfeile auf den Boden. Aber die Entfernung zwischen den Pfeilen war weit, sodass es doch lange dauerte, bis die Jungen die Walderdbeerstellen fanden. Nur zu ihrer allerbesten Stelle legten die Mädchen keinen Pfeil. Das war ihr großes Geheimnis. Und das wollten sie nie, nie, niemals irgendjemand erzählen. Und dann schrieb ich eine Oper, die war in der Tat ganz proper, denn gleich in der Ouvertür kam die schöne Arie für. Holla, ria, 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 holla, ria, ria, ro. Holla, ria, ria, ro. Holla, ria, ria, ro. Holla, ria, 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 holla, ria, ria, ro. Holla, ria, ria, ro. Holla, ria, ria, ro. Jetzt wollen wir von einem Ereignis berichten, das schon eine Weile zurückliegt und von einem Hund handelt, der Swip heißt. Der Hund gehört einem Schuhmacher mit dem Namen Ned, der zwischen Bullabü und Storbü wohnt. Der Mann heißt Ned, aber er ist kein bisschen nett. Nie hat er die Schuhe fertig, wenn die Kinder aus Bullabü kommen und sie abholen wollen, auch wenn er versprochen hat, dass sie fertig sein sollten. Swip war der schlimmste Hund, den es im ganzen Kirchspiel gab. Immer war er an der Hundehütte angebunden. Und wenn man zum Schuhmacher wollte, kam Swip aus der Hundehütte herausgestürzt und bellte böse. Was wollt ihr denn, hä? Unsere Schuhe abholen. Die Schuhe sind noch nicht fertig. Aber Sie haben doch gesagt, dass wir sie heute abholen können. Ja, das stimmt. Dabei habt ihr Dreck in Ohren. Ich habe Ihnen gesagt, die Schuhe sind noch nicht fertig. Ach, Kinder sind eine Rasselbande, müssen jeden Tag Prügel haben. Warum sind die Schuhe noch nicht fertig? Wir haben sie doch schon vor 2 Wochen gebracht. Ja, so lange ist das schon her. Das kommt davon, weil er so viel trinkt, sagt Akta. Nicht so laut. Psst. Was gibt's denn da zu flüstern, hä? Vielleicht können Sie uns sagen, wann die Schuhe fertig sind, lieber Herr Nett. Ja, lieber Herr Nett, im Augenblick kann ich nicht arbeiten, das seht ihr doch. Bin gefallen, hab meinen Fuß verstaucht und die rechte Hand. Darf ich so lange für den Hund sorgen? Das möchte ich sehen.
Der fährt dir an die Kehle, wenn du nur in seine Nähe kommst. Das stimmt nicht. Ich habe ihn schon ein paar Mal gefüttert. Ja, Ole hat ihm Knochen mitgebracht. Ich war dabei. Ich auch. Und der Hund hat dich nicht gebissen? Keine Spur. Na, das ist ja ganz was Neues. Ich glaube, der Köter taucht nicht mehr als Wachhund. Von nun an durfte Ole für den Hund sorgen. Er machte die Hundehütte sauber, legte frisches Heu hinein, wusch Swips Trinknapf aus, füllte ihn mit frischem Wasser und gab Swip eine Menge zu fressen. Hinterher nahm er ihn mit auf einen langen Spaziergang bis nach Bullerbü. Und Swip hüpfte und sprang und bellte vor Freude. Aber das hörte auf, als Nets Fuß wieder gesund war. Swip kam wieder an die Kette und heulte, wenn Ole vorbeikam, ohne ihn mitzunehmen. Auch Ole war traurig. Schließlich konnte sein Vater es nicht länger mit ansehen. Er ging zu Nett und kaufte ihm den Hund ab. Seitdem gehört Swip Ole. Eines Tages, es waren noch immer Sommerferien, sagte Bosse: Heute Nacht wollen Lasse und ich in der Scheune schlafen. Ole auch. Bloß Landstreicher schlafen in Scheunen. Das ist nicht wahr. Wir haben Mutti gefragt und sie hat es erlaubt. Dann wollen wir auch in der Scheune schlafen, nicht wahr? Ja. Ja. In der Scheune vom Mittelhof schlafen wir schon. Dann gehen wir in die Scheune vom Nordhof. Das wagt ihr gar nicht. Dazu habt ihr viel zu viel Angst. Ja. Wenn nun Gespenster kommen? Och, es gibt gar keine Gespenster. Nein. Voriges Jahr haben sie in der Scheune auf dem Nordhof eine Kreuzotter gefunden. Ja. Vielleicht ist in diesem Jahr wieder eine da. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber eine Masse Feldmäuse sind auf jeden Fall da. Ja. Wie garstig. Ach, ihr armen Würstchen. Habt ihr etwa vor Feldmäusen Angst? Was? Dann bleibt lieber in euren Betten. Oh. Ja. Um 8 Uhr brachen sie auf. Die Jungen wollten in der Scheune des Mittelhofs schlafen und die Mädchen gingen in die Scheune vom Nordhof. Jeder nahm eine Pferdedecke mit. Draußen war es noch hell, aber in der Scheune war es fast dunkel. Es roch herrlich, aber es stach auch, als sich Lisa, Britta und Inga in das Heu eingruben. Erster, ich liege in der Mitte. Was wohl die richtigen Landstreicher denken, wenn sie im Heu liegen? Schade, dass wir das nicht wissen. Ja, sehr schade. Eigentlich muss es ganz lustig sein. Still! Was hast du? Ich habe was gehört. Du hörst Gespenster. Nein, eine Tür hat geknarrt. Ach, lass sie knarren. Wenn ich nur nicht solche Angst hätte. Weißt du was, was ich jetzt mache? Ich esse. Oh, ich auch. Gut, essen wir. Wozu haben wir die Butterbrote sonst mitgebracht? Nanu, hat er nicht irgendwas geraschelt? Wo? Hinten im Heu. Oh, Lisa, wenn nun ein richtiger Landstreicher kommt und sich im Heu schlafen legt, ohne um Erlaubnis zu fragen. Das machen Landstreicher immer so. Oh. Was ist das? Hört sich grausig an. Ob das Gespenster sind? Oh. 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 Habe ich es nicht gesagt? Sie fürchten sich. Ihr zittert ja an allen Gliedern. Schöne Angsthasen seid ihr. Später gingen die Jungen in ihre Scheune zurück, weil sie schlafen wollten. Auch den Mädchen fielen vor Müdigkeit die Augen zu, sodass sie ihren Plan, in die Scheune des Mittelhofs zu schleichen und die Jungen zu erschrecken, aufgaben. Am nächsten Morgen erwachten sie davon, dass der Hahn auf dem Nordhof krähte. Es war noch sehr früh und sie froren schrecklich. Als sie ihre Nasen aus dem Scheunentor steckten, sahen sie die Jungen, die ebenfalls schrecklich froren. Schließlich hatten sie es satt, im Heu zu spielen. Lasse, Bosse und Ole verschwanden jeden Morgen. Und die Mädchen wussten nicht, wohin sie gingen. Zuerst war es ihnen gleichgültig, denn sie spielten selber gut mit ihren Puppen und auf ihrem Lieblingsplatz, einer kleinen Waldlichtung hinter dem Südhof, wo es viele kleine, flache Klippen und Steine gibt. Aber eines Tages begannen sie zu überlegen, wohin Lasse, Bosse und Ole jeden Morgen verschwanden, sobald sie ihre Hafergrütze gegessen hatten. Wisst ihr was? Wir legen uns auf die Lauer. Ja, wir legen uns auf die Lauer, denn wir müssen wissen, was sie treiben. Ja, das müssen wir. Am besten, wir verstecken uns zwischen den Johannisbeerbüschen, damit uns Ole nicht sieht, wenn er vorbeikommt. Dann brauchen wir ihm nur nachzuschleichen. Und er führt uns direkt zum Versteck der Jungen. Richtig. Und wenn uns Ole entdeckt? Oh, wir dürfen uns eben nicht sehen lassen. Oder wenn wir seine Spur verlieren? Ja, was ist dann? Ich habe eine bessere Idee. Ja? Wir holen Swip. Der wird Ole schon finden.
Lisa, Britta und Inga blieben in ihrem Versteck, bis Ole vorbei war. Dann rannten sie zum Südhof und fragten Oles Mutter, ob sie Swip eine Weile mitnehmen dürften. Oles Mutter erlaubte es, und Swip freute sich mächtig, als er begriff, dass er mit auf einen Spaziergang sollte. Er hüpfte und sprang und bellte vor Freude. Die Mädchen sagten ihm, dass er Ole suchen sollte. Und Swip stürmte laut bellend vorwärts, dass ihm Lisa, Britta und Inga kaum folgen konnten. Es ging quer durch die Johannisbeersträucher, über die Steinmauer, zwischen den Haselnusssträuchern hin und her, bis ins Gehölz. Ab und zu blieb Swip stehen und schnüffelte auf dem Boden. Such Ole, Swip! Wo ist Ole, Swip? Ja, wo ist Ole, Swip? Da ist er! Ah, Swip hat Ole gefunden! Ja, da ist er! Swip, Nanu, wie kommst du hierher? Hey, was ist denn los? Was macht der Hund hier? Guck doch mal, wer da kommt. Die Mädchen. Das habt ihr nicht erwartet, nicht wahr? Da seid ihr Platz. Ja, Platz. Ihr habt euch hier also eine Hütte gebaut. Ja, also eigentlich sollte ja das ein Geheimnis bleiben. Lasst euch das eine Warnung sein. Versucht nicht, Geheimnisse vor uns zu haben, denn wir kommen ja doch dahinter. Ja, wenn ihr Spürhunde zu Hilfe nehmt. Ja, natürlich. Ja, dass die Mädchen mitmachen dürfen? Was meinst du? Meinetwegen können sie mitspielen. Also gut. Einverstanden. In Ordnung. Also spielten sie zusammen Indianer in der Hütte. Lasse war der Häuptling und hieß Starker Panther. Bosse hieß Schneller Hirsch. Und Ole Fliegender Falke. Britta wurde Brummelnder Bär genannt. Inga Gelber Wolf und Lisa Listiger Fuchs. Die Mädchen hätten lieber hübschere Namen gehabt, aber das erlaubte Lasse nicht. Ja, und dann fing die Schule wieder an. Aber darüber waren die Kinder von Bullerbü gar nicht traurig. Wenn man lange Zeit Sommerferien gehabt hat, ist es richtig nett, wieder in die Schule zu gehen. Im Herbst und Winter ist es dunkel, wenn sie morgens von zu Hause fortgehen, und dunkel, wenn sie nachmittags zurückkommen. Es wäre schrecklich langweilig, den ganzen langen Weg allein im Dunkeln zu gehen. Manchmal singen sie eins von den Liedern, die sie in der Schule gelernt haben. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt an der ganzen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Manchmal, wenn sie durch den dunklen Wald gingen, versuchte Lasse ihnen einzureden, dass der Wald voll von Kobolden, Riesen und Hexen sei. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe noch keine Hexe gesehen. Ich auch nicht. Auch keine Riesen und Kobolde. Und ich sage euch, es gibt sie wirklich. Seht mal, die Sterne! Im Ganzen sind es 2.500.054 Sterne. Oh, woher weißt du das? Ich weiß noch mehr. Ich kenne von jedem Stern den Namen. Ach, das sagst du immer. Du kannst mich ja auf die Probe stellen. Gut. Wie heißt der Stern? Der helle über der Tanne. Königskrone. Och, das letzte Mal hieß er Großfeinstern. Nein, da irrst du dich. Das war nicht dieser Stern, der Großfeinstern, der ist heute Nacht heruntergefallen. Ja, dieser da heißt Königskrone. Darauf kannst du dich verlassen. Und dann wurde es Winter. Das merkte man auch an den Liedern, die die Kinder jetzt in der Schule und auf dem Heimweg sangen. Ist es kalt geworden und so traurig wild und leer. Graue Winde wehen von Norden und die Sonne scheint nicht mehr. Es war kurz vor Weihnachten, als der große Schneesturm kam. So schlimm, wie sie ihn noch nie erlebt hatten. Auch ihre Väter nicht. Zuerst hatte es überhaupt nicht geschneit. Aber dann in der Weihnachtswoche, als sie in der Schule saßen und rechneten, fing es plötzlich an. Es schneite und schneite und hörte überhaupt nicht mehr auf. Als sie in der Pause hinausgingen, lag im Schulhof eine dünne, weiße Schneeschicht. Als sie am nächsten Tag in die Schule gingen, war schon so viel Schnee gefallen, dass sie ihn mit den Füßen aufwirbeln konnten. Und es schneite noch immer. Während des Unterrichts begann es so stark zu schneien, dass alle in der Schule befürchteten, die Kinder aus Bullerbü könnten nicht mehr nach Hause kommen. Aber dann gingen sie doch nach Hause.
Allerdings mussten sie sich beim Gehen ganz zusammenducken. Es stürmte und war ein richtiges Schneewehen. Puh, ist das ein Wind. Das reißt einen ja fast um. Man kann kaum etwas sehen vor lauter Flocken. Wir wollen uns alle anfassen. Ja, das wollen wir tun. Komm, gib mir deine Hand. Da hast du den Schnee, den du dir immer gewünscht hast, Lasse. Ach, so viel wollte ich gar nicht. Hauptsache, zu Weihnachten liegt Schnee. Ich kann nicht mehr. Ach, ich auch nicht. Es friere schrecklich hier auch. Der Sturm pustet einem richtig durch. Wir wollen eine Pause machen. Ja. Kommt nicht in Frage. Wir schneiden bloß ein. Das ist gefährlich. Mein Vater hat mir mal erzählt. Ich kann nicht mehr. Wisst ihr was? Wir gehen zum Schuhmacher rein. Zu nett? Nein, lieber nicht. Lasse hat recht. Keine Angst, der wird uns nicht die Köpfe abreißen. Das ist das Haus. Los, kommt schnell. Ist so laut, wenn ich bitten darf. Ich möchte wissen, was Kinder in so einem Wetter draußen zu suchen haben. Wir kommen aus der Schule. Na, Schule hätte man lieber zu Hause bleiben sollen. Seid an dem einen Tag auch nicht klüger geworden. Vielleicht doch. Und eine Rasselbande wie ihr verdient täglich nur eins. Na, tracht Prügel. Ich hab solchen Hunger. Ich auch. Ja, man bekommt Appetit, wenn man zusieht, wie andere essen. Das glaube ich. Aber ich habe euch nicht um euren Besuch gebeten, also bekommt ihr auch nichts zu essen. Bin froh, wenn ich selber satt werde. Schade, dass wir es nicht bis zur alten Christine geschafft haben. Hört mal, ein Schlitten? Das ist Vati mit dem Schneepflug. Wollt ihr gleich die Tür zumachen? Lasst ja alle Wärme raus! Alle freuten sich, als sie wieder glücklich zu Hause waren. Nicht nur die Kinder, auch ihre Eltern, die sich bereits Sorgen gemacht hatten. Sie bekamen heiße Fleischbrühe mit Mehlklößen. Und das war das Beste, was sie je gegessen hatten. Jeder aß 3 Teller voll. Danach gingen sie gleich schlafen. Und dann kam der Tag vor Heiligabend. Du, Lisa, findest du es nicht auch wunderschön, wenn Weihnachten ist? Oh ja, das finde ich auch. Es ist das Schönste, was ich mir denken kann. Ich auch. Was wir wollen diesmal bekommen? Sonst habe ich es immer vorher gewusst. Ich auch. Guckst du auch immer durchs Schlüsselloch wie Bosse? Klar. Wollen wir ein Lied singen? Oh ja. Was für eins? Na, das, was wir zuletzt in der Schule gesungen haben. Gut, fangt an. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißern ist Weihnachtstag. Die Kinder von Bullabü haben es Weihnachten wunderschön. Sie haben es natürlich auch sonst schön. Im Sommer und im Winter, im Frühling und im Herbst. Sie haben es immer schön in Bullabü. Und sie werden in Bullabü noch viele andere Abenteuer erleben. Und dann schrieb ich eine Oper, die war in der Tat ganz proper, denn gleich in der Ouvertür kam die schöne Arie für. Holla, ria, 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 holla, ria, ria, ro. Holla, ria, ria, ro. Holla, ria, ria, ro. Endlich ist die Oper aus und ein jeder geht nach Haus und in stillvergnügtem Sinn summt ein jeder vor sich hin. Holla, ria, 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 holla, ria, ria, ro. Holla, ria, ria, ro. Holla, ria, ria, ro.